Lieben und herzlich willkommen zu Tasty Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es mal wieder die vierteljährliche Euraphon-Box, die ich mit euch auspacken möchte. Ihr findet alle Infos dazu in der Infobox unten, wo ihr die bestellen könnt. Es gibt immer nur 2 Verkaufsstarts und ihr müsst ihr echt schnell sein, um da eine ergattern zu können. Denn diese Box kostet euch nur 9,95 €. Hat aber immer einen Wert von knapp 100 Euro. Und auch diese hat jetzt 90,30 Euro ohne die Proben, die ganzen, die da noch drin sind. Und was da so drin ist, zeige ich euch jetzt einfach mal. So, starten wir mal. Wir haben einmal, ich zeige euch erstmal hier, was noch dabei gelegt ist. Einmal so ein cooles Kochbuch und zwar Express Kochen Vegetarisch. Und ich habe schon reingeguckt, da sind echt ein paar ganz coole Rezepte mit drin. Fand ich echt nett und die sind auch wirklich schnell zu machen. Und da werde ich auf jeden Fall das eine oder andere mal raus nachkochen. Dann haben wir hier ein Gedächtnistraining drin. Finde ich cool. Kriegt mein Opa, weil ich weiß, dass er sowas mag. Und ja, dann kann er das so ein bisschen machen. Und jetzt kommt was, was ich absolut gebrauchen kann, weil ich gefühlt nur krank bin jetzt diesen Winter. Und hier ist so eine Immunkur drin. Probiell Immun. Enthält halt Vitamine, Zink, Selen. Und außerdem enthält es 1,2 Milliarden ausgesuchte gegen Magensaft unempfindliche Milchsäurebakterien. Und das Immunsystem findet ja wohl irgendwie über den Darm statt. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass das da drin ist. Sind 30 Kapseln, also so eine Monatspackung. Und ich hoffe, dann kriege ich endlich mal diese Erkältungswelle in den Griff. So, als nächstes sind hier so Rescue-Pastillen drin. Und zwar von diesen Bachblüten. Finde ich ganz cool, dass da sowas drin ist auch mal. Und auch immer sehr gut zum Lutschen. Ja, ihr hört schon, ich habe hier wieder so einen Hustenreiz einfach. Dann ist hier so eine Einmalampulle Magnesium drin. So sieht die aus. Die kann man halt einfach so wegtrinken. Dann, was haben wir als nächstes? Okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Baldrianperlen, das gebe ich dann einfach weiter, wenn mal was drin ist, was man halt nicht gebrauchen kann. Irgendjemand freut sich immer darüber. Für Tag und Nacht. Dann, das nehme ich sowieso schon immer, also als Vigantol-Letten heißen die, glaube ich. Das ist Vigantol-Vit. Hier ist jetzt einfach nochmal K2 und Calcium zum Vitamin D3 da drin. Ist auch aktiv gegen Osteoporose, steht drauf. Ist ja Vitamin D immer sehr, sehr wichtig für. Wobei ich jetzt gerade sehe, das ist für Frauen ab 50 Jahren. Dann kriegt meine Mama die einfach. Na, freut die sich. Weiß ich nicht, wahrscheinlich passiert nichts, wenn ich die nehme, aber ich habe sowieso noch welche da, dann kriegt die einfach, freut die sich. Dann haben wir hier ein Deo-Spray von Freiöl und ich finde das super. Allerdings ist es ein Antitranspirant, das heißt, da sind Aluminiumsalze drin, das nehme ich selber nicht mehr. Deswegen geht das jetzt auch einfach weiter. Aber das ist super, weil ich habe das schon mal gehabt, halt einfach so gekauft. Und es hält wirklich komplett durch den ganzen Tag trocken quasi. Ach, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen reingeguckt. Propolis Tantum Natura, Zitrone und Honig, ein Nahrungsergänzungsmittel, auch mit Vitamin C und Zink, unterstützen auch das Immunsystem perfekt, Leute. Ich hatte noch nie so einen schlimmen Winter, dass ich so oft krank gewesen bin, einfach fürchterlich. Dann sind hier 2 so Proben drin, einmal finde ich cool, einmal für Junior, also für Kinder, und für Erwachsene, so ein Hustensteller. Und der war auch, glaube ich, schon mal drin oder schon öfter drin, ich weiß gar nicht genau. Die sind echt richtig gut von Aspektron. Und dann natürlich auch immer was für die Schönheit. Und zwar von La Roche-Posay. Eine Sensitivcreme ist da drin. Das haben wir hier. Auch nochmal ein Physiogel gegen Anti-Rötung-Serum. Die Haut fühlt sich sofort beruhigt und ebenmäßig an. Lindert Gesichtsrötung langanhaltend. Ich glaube, das ist auch was für meine Mama. Das geht dann einfach direkt wieder weiter. Ja, gerade wenn man so zu Rosazea oder sowas leidet, glaube ich, wird das wahrscheinlich was sein. Dann ist hier ein Tee drin. Fresh nennt er sich. Von Sidroga. Ist ja diese Apothekenmarke, ne? Melange d'Herbe. Also irgendwas mit... Achso, hier steht es auch noch auf Deutsch. Kräutertee-Mischung. Ich liebe Kräutertee. Das sind meine liebsten Tees. Sehr cool. Da kann man nie genug von haben. Nasenspray, auch super. Also mit dieser Box, wenn ihr die ergattern könnt, kommt ihr auf jeden Fall den Winter gut hin. Auch von Aspektron übrigens. Dann sind hier Augentropfen drin, gegen trockene Augen. Wenn man so eine Heizungsluft jetzt einfach, die ist natürlich nicht so angenehm für manche Augen. Ich habe jetzt nicht so die Probleme, ich habe eher ein Problem dann einfach mit einem trockenen Hals. Aber ich weiß, das kann meine Oma gebrauchen. Ich gebe mal, also ich weiß, habe immer, für alles habe ich immer irgendwelche Abnehmer. Also hier kommt nichts weg.
Das finde ich richtig süß. Ein Baby-Thymian-Bad, auch, der ist auch so erkältet. Das werden wir auf jeden Fall direkt morgen nehmen. Was haben wir hier? Hydrogel, Anti-Juckreiz-Hydrogel, sofort Juckreiz lindern. Beruhigt Reizung, ultraleichte Textur für frische Gefühl. Okay, also einfach so ein Balm, ist auch so ein Pröbchen. Dann haben wir hier eine mentholfreie Zahncreme, die mit jedem homöopathischen Arzneimittel und Schüsslersalzen verwendet werden kann. Probiere ich auf jeden Fall mal aus, habe ich noch nie gehabt, weil ich nehme ja immer die Sensodyne, aber ich bin ja immer offen für was Neues, ne? So, eine kleine Taschenlampe von Eurapon, die legen immer noch mal so ein kleines Gimmick mit dazu. Und dann ein Sanustol Multivitamin für Kinder. Sehr cool, finde ich sehr, sehr gut. Also eine Probepackung. Und jetzt ist ja auch noch was für meine Weight Watchers Ladies drin. Das habe ich schon aufgemacht, weil ich einfach gucken wollte, ob das was ist. Und zwar ist das Optifast. Das sind so Nahrungsergänzungsriegel. Also wenn ihr zum Beispiel keine Zeit habt, euch irgendwie so einen Shake zu machen oder so, so einen Nahrungsergänzungsshake. Weil manche können halt einfach mittags, haben nicht die Möglichkeit, was Gesundes zu essen und greifen dann auf die Shakes zurück, was ich ja ein sehr großer Verfechter bin. Aber manchmal hat man halt auch dafür einfach keine Zeit. Ich kenne das. Und dann sind hier so komplette Nahrungsergänzungsriegel drin. Die wirken auf den ersten Blick, haben die 7 Punkte, also nicht gerade wenig. Aber wenn ihr euch den Riegel anguckt, die sind halt auch einfach mega groß. Die haben komplette 70 Gramm, der ist super, super schwer. Ist halt auch mit Schokolade, glaube ich, ne? Genau, Schokoladengeschmack. Von daher, wenn es ein kompletter Mahlzeitenersatz ist, finde ich es echt okay, muss ich sagen. Dafür lässt man halt dann auch einfach sein Mittagessen oder sonstiges ausfallen. Das muss jeder selber entscheiden. Ja, das war die Box. Also mir hat sie sehr gut dieses Mal gefallen. Besser als, also die letzte war nicht so mein Fall, muss ich sagen. Davor, die fand ich richtig geil. Und die ist halt wieder auch richtig gut. Und ich kann halt alles so super gebrauchen jetzt zu der Zeit. Mega, mega gut. Wie gesagt, ich verlinke euch alles hier unten in der Infobox auf diesem kleinen Dreieck. Schaut da auf jeden Fall rein. Ich hoffe, ihr könnt eine ergattern. Weil ich glaube, so viel für so einen kleinen Preis kriegt man sonst nirgendwo. Das ist echt der Hammer. Ja. Wie hat es euch denn gefallen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Ansonsten verlinke ich euch hier noch 2 Videos von mir, ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet. Und ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Box. Muss ich sagen, ich liebe die einfach. Und die passt halt auch super gut, weil ich nehme halt sowieso Nahrungsergänzungen. Und so kann man einfach mal ein bisschen was ausprobieren, was Neues, weil sonst kauft man doch immer dasselbe. Finde ich halt mega gut. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Eure Laura.